Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Fatal Bullet. Im letzten Part haben wir ein paar neue Teammates bekommen und jetzt geht's aber wirklich in die Flügel. Holy shit. So, Hinder. Team haben wir schon zusammengestellt. Sehr cool, wenn wir Pito auch noch kriegen und M. Mal gucken. Ich meine, wenn die zwei dabei sind, warum? Pito ist ja in Anführungszeichen im Spiel. Ich meine, wir haben ja schon ihren Namen auf der Westenliste gesehen. Nun, na dann, ab in die Flügel. Yay, Kriegtöppelpunkt. 2 Meter weiter vorne. Okay, 10 Meter. Neuer Dungeon. Mal gucken, wie der aussieht. Wobei von der reinen Inneneinrichtung waren die Dungeons ja meistens gar nicht so unterschiedlich. Cyberpunk halt. Ja, Überraschung. Aber der Aufbau ist immer anders. Und das hier hat halt so... Ne, wobei, das hat... Das hat schon so ein bisschen dieses... Jetzt halt mal die Klappe da hinten. Das hat schon so ein bisschen dieses Raumschiff-Feeling, muss ich sagen. グロッケンとほぼ同規模というだけあって広いわね。随分プレイヤーも来ているみたいよ。ここは非戦闘フィールドだからいいけど一歩出たら大変そう。マップデータがあると助かるんだけどな。アーファシス、何か情報やヒントはないかい？ナビシステムに頼んでマップを出してもらいます。ただいま、ナビシステム。 お母さんと話をしたいから回線をつないでください。なんかエラーっぽい音も混じってるみたいだけど、レイちゃんには通じてるみたいね。ゲートの門番もこんな感じだったわ。ここからはアファシスが必須ということね。おい、 ざっと調べてみたけど、どの端末も何を言ってるかわからないんだ。やっぱりレイちゃんがいないとダメみたいね。そっちは何かわかった？お母さんの様子がおかしいのです。どこか病気のような。お母さんってマザーコンピューターのことだよな。そうなのです。お母さんは早く来て早く助けてって言っています。 Okay. マップデータもくれなかったし、どこにいるかも教えてくれないのです。まあ、予想はしてたけどね。自分たちで探索していくしかないか。Dann gehst du besser nicht vor. 助けてということは、何か問題が起きているってこと？レイちゃん、他に何て言ってた？ですね。ナビシステムは一番早く来た子にご褒美を渡すと言ってます。 それはもしかしてクエストか？しかも内容から言ってかなり大掛かりだぞ。ここって大型アップデート最後の大ダンジョンよね。多少出遅れてはいるけれど、このメンバーなら十分挽回できるわ。マスター、とても心配です。早くお母さんに会いに行きましょう。 Na dann, los geht's. Ich frag mich ja, wie das für die Synchrosprecher ist, nichts anderes zu machen. Au, das waren ein paar Headshots. Und die ist auch gleich reingecharged und verreckt. So, und jetzt du da. Runter. So. Weg mit euch. Sturmgewehre haben die, ne? Das war ja gleich eine herzliche Begrüßung.
So, was wollte ich sagen? Oh, hi. Wo schießt der denn bitte hin? Okay, noch irgendwas? Nein? Ja, was ich gerade sagen wollte. Jetzt für die Synchro spreche, ist da ein Charakter zu sprechen und nichts anderes zu machen als sowas. Weil der Charakter sagt ja sonst nichts. Nur diese Geräusche, wenn man... Wie ist das für einen Synchrosprecher, nur sowas einsprechen zu müssen? Oder auch die Synchrosprecher in den alten Zelda-Teilen, die immer nur irgendwelche Geräusche gemacht haben. Wenn halt die neue Sprachbox aufgetaucht ist. Also so wie in Twilight Princess oder in Skyward Sword zum Beispiel. Oder Ocarina of Time. Majora's Mask, die ganzen Dinger halt. Okay, wir haben zwei Wege vor uns. Ja, Moment, wir haben einen Weg vor uns. Oder vielleicht doch zwei. Hm. Karte sagt, hier waren wir schon. Das heißt, was ist das denn? Was ballert ihr da unten eigentlich schon wieder? Wie hier nur geballert wird. Alter, hier ist mal richtig was los. Multipedal-Drehmechanik. Klingt nach was Gutem. Was sind das für Dinge? Sind das Aphasis? Kapseln? Sieht so aus. Hm. Okay, aber fürs Erste haben wir ja nur einen Weg vor uns. Das heißt... mal gucken. Dreifachartillerie. Hi. Nett. So. Mal gucken, wie viel du aushältst. Und Überraschung, gar nicht mal so viel. Leben noch alle? Oh. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Teleporter-Labyrinth, wie dieser eine Dungeon. Liegt hier oben noch irgendwo was rum? Nein? Schade. Dann halt nicht. Okay, Teleporter. Ich wusste nicht doch irgendwo was rum. So, sogar ein Quest-Item. Okay, ja, das ist am geschicktesten. Okay, Graviton-Granate von mir aus. So. Eins. Zwei. Gatling-Drohne. Mal gucken, ob hier wieder irgendwo eine Truhe liegt. Der Ebene schon mal nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ach komm schon. Sehr gut, ich nehme die Treppe, meine Herren. Das ist ein Dialog. Hä? Im Dungeon? What? Wieso ist hier im Dungeon in die ein Ereignis? Ich habe irgendjemand von denen hat eine Treasure Box gefunden. Muss doch mal, danke. Ach ja. Rückstoßdämpfer. Hm. Nehme ich. Okay, ist die Ebene auch abgeschlossen. Nächste. Wie viel Stockwerke hatten diese Scheiße, hatten dieser Raum? Gute Idee. Du bist in einer anderen Gruppe als ich. Nein. Bei deinem Glück findest du garantiert die falsche Route. こういった高難易度ダンジョンの攻略はまだ不慣れだったよね。せっかくの機会だし、僕がいろいろ教えてあげるよ。ついでにちょっとおしゃべりでもするかい？探索スキルも大事だけど、自分の耳や目だって十分役に立つ。音や気配には特に気をつけた方がいい。君と初めて会った時は僕も油断していたけど、音に注意していれば。
気づけることは多いんだ。人がやってくる音、風の音、エネミーやトラップの駆動音とかね。攻略を競っている連中なら自然と覚えているテクニックさ。システム外スキルとか呼ばれているね。戦闘スキルも大事だけど、こういう技術が生存の可能性を高めるのさ。 OK。 まあ今の全部嘘なんだけど、なんてね。冗談だよ。君があんまり素直に人の提案や言うことを受け入れるから、少しは疑ったり、もらった情報は確認を取った方がいいよって僕が言うことでもないんだけどな。なんか君といると調子が狂うよ。ん？ストップだ。転送ポートかな。トラップの可能性もあるが、君が先陣を切ってくれ。僕は転送後にこちらで何か起きないか確認してから行く。ネット。早速疑問を覚えるようになったのかい。でも少し遅かったね。いってらっしゃい。僕も追いかけるから。だからルーチェスト。フィクティヒツウキ。イツキ。Whatever。まあこの前のじゃんけんのお返しだよ。君はきっと平凡で幸せな世界で生きているんだろうけど、これで多少は懲りるだろう。Jetzt habe ich wegen dem Idioten die Loot-Chest verpasst. Ach, hi. Eliminator. Daneben. Jetzt gucken die jemand anderen an. Danke. Wie geht denn der gerade? Auf K geht der gerade? Komm, so. Das waren doch mal ganz gute Treffer dabei. Also die Schaden kriegt er ja trotzdem nicht. Oh hey, ich bin beeindruckt, dass Len sogar auf die Headshot-Box zielt. Oh, und Ziliska ist draufgegangen. Jetzt hört mir diese dämlichen Dodge mal auf. Rest aber, lass es bleiben. Aber dieses doofe Rumgehampel, was die NPCs immer machen, ist so affig. Und nochmal. Autsch. Wenn ich so schieße, kriege ich schon selber die Headshot-Box. Na, doch nicht. Jetzt bleib jetzt mal stehen, Kumpel. So. Weg mit dir. Gut, da ist noch ein Teleporter, aber erstmal gehen wir rum und gucken, ob wir nicht irgendwo noch eine Loot Chest haben. Hier hinten vielleicht? Nein. Dann vielleicht hier hinten. Da oben. Hm, Material. So, das sollte alles gewesen sein, also. Ja. 大変だったよ。Ich glaube, das ist gar kein. 君が転送された後、エネミーが湧いてさ、君を置いて逃げるわけにはいかないから戦ったけど。悪質なトラップだったみたいだね。いや、参った参った。はあ、まあその、なんだ。帰りに何か起こるよ。Gib mir 8 Millionen Credits und sind wir quitt. Mattak, Kimi, という Yatsua. Nibuin, Daka. Kyukyok no Hitoyoshi Nanoka. Du hast mich durchgeschubst, du Idiot. Kimi, Toyuto. Danoshina, te omotta Dakasa. Nande ko yoso hazuste kredo no kana. Kimi wa. Irene tanishta kono janaika. Was war das für ein Geräusch? Bin ich jetzt gelandet? Warte mal, Moment. Ah, nee, doch, ich bin wieder hier oben. Gut.
Dann jetzt aber die Treasure. Korrektur. Erst die Kristalle hier. Erster raus. Zweiter raus. Gut. Den haben wir nicht. Okay. Da unten wird auch schon geballert, wie ich höre. Hallo, triffst du auch mal irgendwas? Danke. So, Chest. Hm, Muni. So, klar, weil der Raum neu gespawnt ist und die ganzen Gegner neu gespawnt. Logisch. War das Fakes-Makron auch schon da? Ich glaube nicht, oder? Ah. Okay, da geht's jetzt weiter. Hab mich schon gewundert. Und die Kiste ist respawned. Nett. Okay, dann nächster Raum. Schnellreisepunkt. Hier ist doch gleich irgendwas. Kommt ihr mal nach, ihr Lahmarsche? Hallo? Wartet ihr auf die Sondereinladung? So. Die feine Dame bitte auch noch. Jetzt komm her. Danke. Alter. Holy. Ich höre einen Gegner. Ah, da. Das war jetzt nicht so spannend. Oh, da ist noch einer. Auf engem Raum kommt ihr gar nichts. Mal gucken, was die bewacht haben. Also Materialien kriegen wir ja keine schlechten. Muss man schon mal sagen. Sonst ist hier aber nichts, wie es aussieht. Okay, nächster Raum. Diese Raumschiffgänge sehen echt cool aus. Au, wo kam das denn gerade bitte her? Die sind so klein, die können sich diese ganzen Dinge einfach runterducken und werden davon nichts getroffen. Also, nee, müsste ich nicht mal ducken. Ich muss mich ducken. Die stehen einfach nur da und werden nicht getroffen. So, jetzt du. Das ist für gerade eben. Fuck you. Okay, nächster Raum. Leben alle wieder? Yep, sieht gut aus. Schon wieder ein Ereignis. Oh, das sind Nebenräume. Da ist eine Kiste, die garantiert eine Falle auslösen wird. Also bitte alle in den Raum hier reinkommen. Du auch, Cediska. Ich habe eigentlich schießen wollen und nicht Kiste aufmachen. Aber Überraschung, ich habe recht gehabt. So, und du schubst jetzt auch noch einmal gepflegt. Wie viel HP hat der? Jetzt knall ihn ab, bitte. Hallo, irgendjemand mal? Danke. Holy shit, wie lange hat das jetzt gedauert? Nur weil du es wieder nicht hinkriegst, die scheiß Tür zu betreten, Cediska. Okay, was ist hier? Was wollte der denn? Hallo, danke. Noch ein Material. Okay, im nächsten Raum ist dann das Ereignis. Das heißt, okay, wir haben ein paar Gegner. Und wir haben wieder mehrere Etagen. Also raumtechnisch liegt dieser Dungeon ja echt. Haut dieser Dungeon ja echt was raus. Gehen wir lieber kurz in Deckung. Was habe ich jetzt getroffen? So. Jetzt du. Okay, Nummer 1. Oh Gott. Au. Kümmert sich noch mit jemand um die Artillerie? Ich halte die ganzen Ads mal auf. Ah, das kriege ich doch nie hin. Gut, nehme ich die Artillerie halt raus. So, ist die mal weg. Ja.
Da ist hier irgendwo kein Gegner. Nein. Ungünstige Position. Und die NPCs mal wieder komplett kernboostet. Holy shit, kann man sich auch so dämlich bewegen wie diese Typen. Mal ganz im Ernst. Sobald halt ein Teammate down ist, bewegen sich die NPCs so. Stellen sich die NPCs so dumm an. Aber hey, Level Up, vielleicht können wir jetzt die bessere Gatling halten. Mal gucken. So. Ne, immer noch nicht. Wir brauchen 1700 irgendwas. Und das heißt, zurück in Dungeon. Oh, halber Weg immerhin. Und ich hoffe, das Ereignis ist drin geblieben, dass wir nicht mehr oben rum müssen. Naja, sehen wir ja gleich. Ah, die ist auch schon hinter dem Raum. Okay, dann never mind. Dann können wir ja fix durchrennen. Ach nee, halt, hier war was. Ich erinnere mich. Ja. Und die Vollhonks kriegen es mal wieder nicht geschissen, mir einfach hinterher zu laufen. Leute. Was bezweckst du dir von dieser... Was erhoffst du dir von dem Verhalten? Wieso machst du das? Okay, Leute, ich bin... Glück. Ich hab nicht 4 gedrückt, ich hab E gedrückt. Du sollst dieses scheiß Medipit anmachen, danke. Kannst du einfach mal das machen, was ich drücke? Holy shit! Was war das denn gerade bitte? Könnt ihr mal bitte eure Buffs nur dann anmachen, wenn man sie wirklich braucht und nicht andauernd einfach so. Halt, diesmal nicht. Wechsel die Waffe bitte, danke. So, Rüstungsform und jetzt Wuff. Schieß du bitte mal! Alter! Ich weiß, der Gatling muss aufladen, aber sie hat einfach überhaupt nichts gemacht. Was war das denn gerade bitte? Das verreckt bitte nicht wieder alle. Ist das euer verfickter Ernst, Leute? Hey, ich nehme ein kompetentes Team mit. Ihr Vollhongs kriegt ja offensichtlich nichts geschissen. So. Ich wünschte echt, die KI würde sich manchmal nicht so kackendoof anstellen. Weil wieso müssen die dauernd, wenn überhaupt nichts ist, alle ihre Buffs anschmeißen und die bloß ein paar Sekunden halten? Die sollen einfach hinterherlaufen. Das ist der Job von NPCs. So, jetzt komm her. Jetzt du. Wie viel Schaden macht denn der? Jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Schaden macht dieses Scheißviech? So, die Kisten sollten wieder respawned sein eigentlich. So, also. Reinkommen. Da, danke. Die kommen, laufen einfach hinterher und kommen rein. Asna, halt mich noch kurz, aber sie schaffen es mir einfach hinterher zu laufen. Nicht wie die anderen Dödel, die 10 Jahre brauchen, bis sie mal vom Fleck kommen. Ungekrönte Königin, my ass.
außerdem diese Fake-Smile, deren Damage ist echt jenseits von Gut und Böse. Oder es ist einfach nur ein Level, kann auch sein. Oder die sind gepanzert und ich sollte mal die Gatling gegen die auspacken. Das kann auch sein. Okay, versuchen wir es nochmal. Diesmal ein bisschen cleverer. Wir gehen an den Rand. Dass wir nicht mehr von fünf Seiten angegriffen werden können. Und sneaken uns dann außen rum. So. Wenn die da unten abgelenkt sind, hauen wir mal hier raus. Du sollst Waffe wechseln. Meine Herren. Okay, da oben ist ein Bio-Juwel, was auch immer das sein soll, aber wir killen es einfach mal. Und irgendwann hat eine Treasure Box gefunden. Nach der können wir gleich suchen. So, das Ding ist raus. Nächster. Du stirbst. Ist noch ein paar Trash Mobs. Muss Asna heilen. Glückwunsch, Asna, du bist bei einem Heal gedodged. Komm schon. So, Medipack anschmeißen. War das jetzt gerade alle verreckt von denen? Willst du mich verarschen? Komm schon. Kurz Rückzug, bin gleich wieder da. So. Ja, jetzt müssen wir im Endeffekt warten, bis mein Medikit wieder ab ist. Und uns dann vollregen. Wieso rennt mir der hinterher? Diese scheiß Fake-Smiles, die machen so einen bekloppten Damage. Holy shit. Oh, noch ein Level up. Okay, mal gucken, ob wir jetzt die Gatling halten können. Wahrscheinlich nicht. Weil mit jedem Level up wird es ja immer mehr und mehr, was ich brauche, um in Stärke zu investieren. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel nur 4 Stärke dazu bekommen. Könnte knapp reichen. Ne, reicht gerade so nicht. Schade. Was besser als die Sirius Plus Plus haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Ne. Ich weiß, der Part ist eigentlich gleich rum, aber ich will diesen Scheißraum noch schaffen. Komm schon! Was für ein Aim haben die denn bitte? Du bist halt in einer halben Sekunde tot. Du kannst halt nichts machen. Die müssen nur eine Millisekunde auf deine Headshot-Box aimen und schon bist du faktisch tot. Ende. Nicht verarschen und das Kackding hat noch 2 HP. Kann mir mal jemand erklären, wie die durch Wände durchschießen? Ich stehe hinter einer Säule, juckt die nicht. So, jetzt kommen bitte alle her. Alle, du auch. So, jetzt chargen wir durch und killen hinten die Fake Smiles. Oder die kommen zu uns, ist auch akzeptabel. So, erstes Fake-Smile raus. Danke. Zweites. Kack-Artillerie.
Mich jetzt getroffen. Egal, Fake Smile. So, Fake Smile sind raus. Danke. Jetzt nur nicht verrecken, bitte. Ich habe irgendwie viel deiner die bessere KI als die anderen. Ich kann mich irren, aber ich glaube, die DLC-Charaktere haben eine bessere KI. Was komisch wäre, weil ja nicht nur die Charaktere eingefügt wurden und nicht eine neue KI mit denen. Aber Fakt ist halt nun mal, dass ich... Aber ich hätte es bei allen sagen. Bei deinen auf jeden Fall verhält sich wesentlich weniger dumm als die anderen. So, jetzt ohne die Fakes sollte es eigentlich nicht mehr viel schief gehen können. Nicht mehr viel, nicht nichts. Weil es halt nur noch stationäre Gegner da sind. Komm schon. Mal nicht. So, nächster raus. Ich bin gedodged. Übrigens von allen. Wieso habe genau ich von der Aggro gehabt, von der Artillerie? Komisch, der Einzige, der in der Lage ist, die Artillerie zu killen, hat Aggro von dem Ding. So, weg mit dir. Jetzt du. Nächster. Jetzt du. So, noch einer. Nein? Danke. Holy shit. Partende.